Großbritannien ist nach dem Tod von Königin Elisabeth II. In Trauer. Um Punkt 12 Uhr läuteten die Glocken im ganzen Königreich. Überall hielten die Menschen inne, viele weinten. Vor dem Buckingham Palast legten tausende Blumen nieder, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Der neue König Charles III. Reiste nach London zurück, wo er trauernde Landsleute begrüßte. Am Abend wird er eine Rede an die Nation halten. Begegnung mit dem neuen König. Einen Tag nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. Zeigt sich König Charles III. Bei seiner Rückkehr nach London seinem Volk. Für einen kurzen Moment tritt die Trauer in den Hintergrund und es erklingt die neue Hymne Großbritanniens. Der König wirkt gerührt von der Anteilnahme und dem Blumenmeer vor dem Palast, wo sich den ganzen Tag Menschen versammelt haben, um Abschied zu nehmen von ihrer Königin. Obwohl viele noch gar nicht begreifen können, dass eine Ära zu Ende geht. Als ich gehört habe, dass es ihr schlecht geht und dass sie jetzt gestorben ist, war das ein schlimmer Schock. Unser Verlust ist wirklich enorm. Deshalb bin ich so traurig. So ein großer Verlust für unser Land. Am Mittag ertönen Kanonenschüsse für die Queen im ganzen Land. Jeweils 96, einen für jedes Jahr ihres Lebens. Sowie die Glockenschläge von St. Paul's Cathedral in London, ein Tribut an Königin Elizabeth II. Auch im britischen Parlament gedenken. Mit einer Schweigeminute für die Königin, die nach 70 Jahren auf dem Thron gestern in Schottland verstorben ist. Ihr Vermächtnis lebt in den unzähligen Menschen weiter, denen sie begegnet ist. Durch die Weltgeschichte, die sie erlebte und die Leben, die sie berührte. Dafür wurde sie im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt geliebt und bewundert. Die neue Premierministerin wird noch heute zu einer Audienz beim neuen König Charles III. Im Buckingham Palace erwartet, bevor der sich am frühen Abend mit einer Fernsehansprache an die Nation wendet.